Wir haben mit der Business Unit Automotive eine herausfordernde Situation. Der chinesische Automobilmarkt wird immer stärker und wir haben strategisch vor Jahren entschieden, uns auf diesen Markt vorzubereiten bzw. den Markteintritt in China vorzubereiten. Deswegen haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren ein Werk in der Nähe von Changzhou in China gebaut und dieses wird auch demnächst eröffnet. Zusätzlich ist es uns gelungen, auch schon von chinesischen OEMs Nominierungen zu erhalten, was uns jetzt weiter helfen wird, unseren ambitionierten Wachstumspfad weiter fortzuschreiten. Das war ein sehr großer Schritt für uns, nach China zu gehen. Wir haben das, glaube ich, auch während der Corona-Zeit vorbereiten müssen mit den dementsprechenden Schwierigkeiten. Auf der grünen Wiese begonnen, diese grüne Wiese gekauft mit Drohnenvideos und Teams-Meetings, weil keiner von uns vor Ort sein konnte. Dementsprechend schwierig waren die Voraussetzungen, aber umso stolzer sind wir darauf, dass es uns gelungen ist, das Werk dort im Zeitplan und in den Kosten zu richten und auch ab Juli jetzt schon den chinesischen Markt zu beliefern.